Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte fortsetzen mit dem, was die Kollegin Popp heute früh in ihrer Rede begann, nämlich ein Zitat erraten. Und mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, das bundesrechtliche Antidiskriminierungsgesetz deckt viele Bereiche nicht ab. Bestehende Schutzlücken des bundesrechtlichen Antidiskriminierungsgesetzes müssen durch ein Landesantidiskriminierungsgesetz geschlossen werden, das sowohl die schützenden als auch die fördernden Maßnahmen umfassen soll. Es muss die Bereiche Bildung, Gesundheit, Vergaberecht und Soziales einbeziehen und den Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen sowie allgemeine Verwaltungsverfahren absichern. Zitat Ende. Na, woher stammt's? Ein SPD-Parteitagsbeschluss vom 13.06.2015. Lieber Kollege Lehmann, warum reden Sie gegen das, was Ihre Partei schon als richtig beschlossen hat? Nun fand sich, und wir machen weiter, im Koalitionsvertrag, jetzt verrate ich, wo es herkommt, von Schwarz-Rot die Formulierung, wir werden eine gesetzliche Regelung herbeiführen, die von Diskriminierung betroffene Menschen wirksam unterstützt, eine niedrigschwellige und alle Merkmale umfassende Beratungsinfrastruktur gewährleistet und die die Verwaltung nicht nur in ihrer Rolle als Arbeitgeberin, sondern auch als öffentliche Dienstleisterin in die Pflicht nimmt. Soweit im Koalitionsvertrag, und man kann einfach auch nach der Runde heute früh sagen, nun, an diesem Anspruch sind Sie wohl gescheitert. Und das hatten Sie sich Ende 2011 vorgenommen. Der Gesetzentwurf, der hier vorgelegt war, kam im Herbst letzten Jahres. Und wenn im Ausschuss für Arbeit das nicht nach den 6 Monaten Untätigkeit des Ausschusses gezogen worden wäre, dann würden wir wahrscheinlich auch heute nicht darüber beraten. Das ist Ihr Politikmodus. So wollen Sie in der Tat von Diskriminierung betroffene Menschen in dieser Stadt schützen. Und ich glaube, da darf man nicht einfach nur reden, es muss gehandelt werden. Und deshalb letztes Zitat, und das stammt tatsächlich aus dem SPD-Wahlprogramm, für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Wir wollen außerdem die rechtlichen Grundlagen für einen nachhaltigen Diskriminierungsschutz verbessern, indem das landesrechtliche Potenzial zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung positiver Ansätze gezielt ausgeschöpft und durch ein Landesantidiskriminierungsgesetz gestärkt wird. Wer bitte soll Ihnen das glauben?